Gestern Abend bei uns in der Lutherkirche, es war der absolute Oberhammer. Nessie Gomez, Konzert von ihr bei uns, rappelvoll, ausgeflippt, begeistert, fröhlich, also herrliche Gesichter, super Stimmung, hat mir gut gefallen. Und die Nessie, die ist auch klasse, ohne jede Frage, als Musikerin, als Mensch, ne, und auch spirituell finde ich sie gut unterwegs, sehr echt, sehr authentisch. So, dann Thema ist natürlich Herzensverbundenheit, ne? Also lass kommen, was kommt, ne? Lass zu, ne? Die Emotionen, dass die Blockaden sich auflösen, ne? Durch dieses Miteinander meditieren in der Musik, in ihrer Ansprache und dann natürlich in dem ekstatischen Tanzen anschließen und dann wieder runterkommen und mucksmäuschen still werden. Also das ist schon beeindruckend. Aber ich sag euch mal, was ist das für eine komische Gesellschaft, dass wir dazu Konzerte brauchen? Ne, das ist klar, es ist das gehört zum Ursein des Menschen, sinnlich zu sein, Gefühle zu haben. Ohne das können wir gar nicht existieren. Das ist so, also Spiritualität ist wie die Luft, die wir brauchen, um atmen zu können. Genau das ist es. Aber wir haben sie irgendwie, ein Stückchen haben wir den Bezug verloren, in dieser Habengesellschaft, in dieser Angstgesellschaft auch, ne? Lass uns da irgendwie fremdbestimmen eigentlich. Und deswegen sind so Konzerte von Nessie Gomez so wichtig. Das sind so Oasen. Das ist so ein riesen Schwimmbecken, wo ich einfach reinspringen kann in die Sinnlichkeit und ins Miteinander spüren gehen kann und in die Fröhlichkeit auch über das Sein und über das Miteinander sein. Aber ehrlich gesagt, sage ich euch, hat hier mit bei uns in der Lutherkirche schon lange in den Gottesdiensten. Ne? Ich weiß, Kirche ist out, Kirche, ne? Die Kirche ist ja so böse, Kirche ist ja so schlecht. Ne? Nein, das erlebe ich jeden Tag völlig anders, denn sonst kämen ja nicht die Menschen in ihrer Not zu uns und oder auch mit ihrem Dank, mit ihrer Fröhlichkeit. Es ist also, wir haben eine Vielzahl von unterschiedlichsten Gottesdiensten, wo all das erlebbar ist, allerdings ohne Eintritt. Ne? Na gut, man muss ein bisschen an die Kollekte schmeißen für irgendein Projekt, das gehört dazu. Sag ich auch, schmeiß kräftig rein. Aber ist egal. Also, da ist. Also, Kirche ist anders, als ihr denkt. Völlig anders. Und das in jeder Stadt. Das ist nicht nur die Lutherkirche hier in der Kölner Südstadt. Wir machen vieles vor und andere machen es uns nach. Sogar in Dresden, ne, oder in Sachsen, weiß ich. Da hier wird Fans von unserer Art zu arbeiten. Aber was ich gelernt habe, schon im Studium, Theologiestudium, wo vor der Uni Obdachlose waren, ganz klar, sagen wir mal, so eine Herzensgemeinschaft, eine spirituelle Gemeinschaft, eine religiöse Gemeinschaft, eine kirchliche Gemeinschaft, völlig egal, wie der Name darüber ist. Ohne Obdachlose ist für mich nicht echt. Das ist der Punkt. Also solange Obdachlose auf der Straße leben müssen und wir uns als Gesellschaft und Menschen nicht um diese Menschen, diese sind Menschen, kümmern, dann ist alles, was wir spirituell machen, einfach Egomanie und sonst nichts. Und damit falsch und nicht stimmig, denn wer verbunden ist, wer in diese Herzensverbundenheit geht, der kann gar nicht anders, als mit Obdachlosen mitzufühlen. Auch wenn sie uns teilweise fürchterlich nerven, aber die brauchen uns, weil sie alleine können nicht. Das macht Herzensgemeinschaft aus. So, und ihr habt mitgekriegt. So, eine ganze Reihe Flieger fliegen nicht, werden nicht fliegen. Also Urlaube werden gecancelt werden. Geht in die Eifel, geht in was weiß ich. Wir haben wunderschöne Gegenden in Deutschland, wo man wandern gehen kann, Fahrrad fahren kann, was auch immer. Und guckt da einfach mal, setzt euch irgendwo hin, werdet einfach mal ganz still und guckt, wie das mit eurer Verbundenheit ist, zum Beispiel mit dem Baum, mit dem Bruder Baum. Redet mit dem Baum. Erzähle ich ja immer wieder mal. Ne? Also, oder spürt, ne, wie ist das mit den Sternen? Wow, ich bin ein Teil des Sternenmeers, ich bin ein Teil des Universums, ich bin ein Teil dieser unglaublich wahnsinnigen Kraft und auch dieser Unendlichkeit und Ewigkeit. Ich bin wer, ich bin da, ich lebe in dieser Welt und da gibt es einen Sinn, den ich nicht verstehe, aber ich bin Teil eines großen Sinngefüges. So, ne, spürt es, ihr holt euch das, ne, so das sind die Emotionen und da braucht ihr keine Konzerte, da braucht ihr letztlich auch keine Kirche für. Die Konzerte, wie hier von der Nessie Gomez, die bestärken das, unsere Gottesdienste, die bestärken das. Also von da ist es schon gut, sowas zu haben, solche Konzerte und eben auch Kirchen. Ne? Also die Kirchenaustritte, die schmeißen uns gerade in den Mülleimer. Ne? Also uns als Kirchen oder mir als Kirchenmann geht's, ja, ich habe
Sorgen, große Sorgen, dass wir irgendwann nicht mehr da sein werden für die, die Kirchenasyl brauchen, für die, die an die Tür klingeln, an der Tür klingeln und in größter Not sind, dass die dann eben Pech gehabt haben, ne? Weil der Mensch eben sich zur egomanischen Gesellschaft entschlossen hat. Also achtet darauf, was ihr tut, und achtet auf die kostbaren Gelegenheiten, Chancen, Situationen und auf die kostbaren Orte. Und das Konzert von Nessie Gomez hat übrigens in der Kirche stattgefunden, mit einem wahnsinnigen Wandbild, das ungeheuer tönt, von Christus Kutzuras, 6x12 Meter, ist der Hammer. Allein das Bild, wenn man das sieht, tönt einen schon in die Unendlichkeit und in die Verbindung. Also, ich mache jetzt eine Pause, ich spüre auch nach, fahr Fahrrad im Urlaub und ja, madet Jod, ne? Spürt euch, fühlt euch, begegnet euch. Und dann nach den Sommerferien sehen wir uns wieder. Bis dann. Tschüss.